Seit der Konstantinnacht 2007 ist die lange Nacht der Museen ein echter Renner im Trierer Kulturangebot. Im vergangenen Jahr nutzten mehr als 5000 Besucher die Gelegenheit zum abendlichen Museumsbesuch. Jetzt wurde die Öffnungszeit um eine Stunde verlängert. Die Museumsnacht dauert nun von 18 bis 1 Uhr. Die lange Museumsnacht 2009 bietet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie, auch für Kenner, für Musikfreunde, wenn man das sogar möchte. Die Museen, die sich daran beteiligt haben, das Bischöfliche Museum, das Stadtmuseum, das Museum Karl-Marx-Haus und das Rheinische Landesmuseum warten auf mit diversen Programmhöhepunkten, echte Highlights. Wie gesagt, nicht nur für die, die ohnehin gerne sich mit Kunst und Kultur befassen, sondern eben auch gerade für die, die nicht so gerne ins Museum gehen. Die Kulturmuffel, die können wir nämlich hier wirklich mal mit richtigen tollen Sachen begeistern. 4 Trierer Museen empfangen am Samstag die neugierigen Gäste. Das Rheinische Landesmuseum in der Weimarer Allee, das Museum am Dom in der Windstraße, das Stadtmuseum Simeonstift an der Porta Nigra und das Karl-Marx-Haus in der Brückenstraße. Die Veranstalter versprechen ein spannendes und vielfältiges Programm. Da gibt es für die Musikfreunde zum Beispiel die Mundart-Rockband der Leyendecker Blancs um 21 Uhr im Landesmuseum. Aber wer zuvor vielleicht lieber aktiv sein will, nachtaktiv durchs Museum, der könnte beispielsweise im Stadtmuseum die Tableau Vivant mitmachen. Das sind lebende Bilder zum Nachstellen, auch für die ganze Familie geeignet. Also ein Top-Programm. Eine Eintrittskarte kostet übrigens 5 Euro und gilt für alle 4 Museen. Kleine Besucher bis 12 Jahre haben freien Eintritt.